Was geht? Jace ist hier. Willkommen zu einem neuen Video. Und ja, gestern hat Raven Software einen Blogpost veröffentlicht, in dem sie darüber reden, was nächste Woche circa sollte es sein, in Warzone hinzukommt. Und ja, das sind eigentlich tatsächlich richtig, richtig tiefgreifende Änderungen. Und viele davon sind, oder so ziemlich fast alle, sind eigentlich richtig geil. Und ja, das könnte halt wirklich so. Also, ich will hier nicht hypen, aber wenn das so auf dem Papier. So wie das auf dem Papier aussieht, sieht das fast nach einem zweiten Leben für Warzone aus. Und ja, währenddessen ich über die Änderungen rede, spielen wir die MPs auf Diamant. Also ich muss da bei der PPSA noch Kills machen, bei der, wie heißt sie, Own Gun muss ich Nahkampfkills machen. Ey, ich freue mich so drauf, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und ja, das ist alles, was eigentlich... Das ist das Intro. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Ich laber nicht weiter drum rum. Wir gehen direkt ins Game. Bis gleich. Ciao! Ist die erste Runde seit gefühlt 5 Versuchen, dass ich nicht nachgejoint bin und ich bin direkt tot. Nice. Stirb doch endlich, Alter. Auf jeden Fall. Ja. Gehen wir mal ein bisschen chronologisch durch. Es wird mal eine neue Map geben. Diese neue Map, da kann ich euch ein paar Bilder einblenden, ist circa, ach komm schon, halt's Maul, circa gleich groß wie die alte. Also, da tut sich wahrscheinlich nicht, und ich finde das ehrlich gesagt auch richtig gut irgendwie. Keine Ahnung, was in den letzten Jahren so los ist mit diesem immer größer werden der Maps. Ich meine, größer ist jetzt nicht gleich besser. Battlefield 2042 Spieler können das bestätigen. So. Wenn es bei 150 und dieser Mapgröße bleibt, ist es eigentlich schon mal recht akzeptabel. Also diese Map wird auch wie tatsächlich die originale Warzone Map ein paar Elemente vom Hauptmultiplayer haben, also kartentechnisch. Also zum Beispiel wird Shipment. Ja, komm schon. Ach Gott, ekelhaft. Ekelhaft, wer Shotgun auf kleinen Maps spielt und die Waffen schon auf Gold hat. Ja, aber sonst kann man eigentlich zum Map-Aufbau nicht viel sagen. Klar, wir haben hier und da ein paar Fotos bekommen, aber jetzt mal ganz ehrlich, da kannst du damit viel anfangen, kann man tatsächlich nicht. Also, wir müssen da tatsächlich sehen, wie das ist, wenn das Spiel draußen ist. Beziehungsweise die neue Map draußen ist. Cool, ich werde von irgendwoher angeschossen, kein Mensch weiß von wo. Er stirbt nicht, perfekt. Jetzt mal zu was deutlich Interessanterem. Man wird Grundprinzipien der Balance ändern. Worüber rede ich konkret? Ich rede von einfach ein paar Aspekten vom Game, die schon seit Tag 1 von Warzone eigentlich so ziemlich jedem halbwegs kompetenten Spieler auf den Sack gegangen sind. Aber die halt von Infinity Ward und Raven Software halt anscheinend ignoriert worden sind. Ja. Also, die sind auch nicht bei allem so konkret 100%. Also, sie sagen zum Beispiel, fangen wir mal an mit Dead Silence. Da sagen sie nicht genau konkret, was sie gemacht haben, aber sie haben Dead Silence genervt. Ach, komm schon, ey. Ja, also Dead Silence wurde genervt. Was genau sie getan haben, also ob sie die Droprate reduziert haben oder ob sie vielleicht sogar einen richtigen Counter eingebracht haben oder ob einfach nur die Dauer reduziert worden ist, in der das Zeug, das Ding effektiv ist, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und so geht es tatsächlich bei vielen Sachen. Alter, ich sehe halt auch keine Gegner mehr. Oh, gut. Schön, dass ich keine Gegner sehe. Junge, wo? Natürlich klaut mir mein Team wieder die Kills. Ähnlich konkret wird es halt auch beim Heartbeat-Sensor und so. Die sagen zum Beispiel, Heartbeat-Sensor und Stunts wurden genervt. Ich nehme an, bei den Stunts ist es jetzt ab sofort so wie in Iron Trials. Ich meine, in Iron Trials gehen die einem halt schon etwas auf den Sack, aber sind halt jetzt nicht so ein Todes. Natürlich ist das ein Köter. Gehen sie einem halt. Stirb doch endlich! Immerhin habe ich genug Munition. In Iron Trials sind sie nervig, aber halt nicht wie normal Battle Royale einfach ein Todesurteil. Also bist du einmal gestunt, ich habe das schon 400 Mal wiederholt.
Beziehungsweise wir alle haben das 400 Mal wiederholt. Das ist ein Todesurteil. Das stimmt nicht. Perfekt. Und auch bei den Heartbeat-Sensor. Ich wünsche mir da so sehr, dass da mal ein bisschen was gegengesteuert wird. Ich meine, also wenn du einen Superstore spawnst, du Glück hast und du direkt den Heartbeat-Sensor bekommst, ja, dann ist eigentlich GG. Also klar, vielleicht wirst du hier und da mal dumm weggecampt. Oder du kassierst Dead Silence, aber sonst ist das eigentlich eine gratis UAV. Einfach dieses Ding da aufbewahren für den Fall der Fälle, dass es noch eklig wird. Ja, wir verpissen uns. Ich wünsche mir auch so, dass dieses Drecksschild hier endlich mal genervt wird. Wisst ihr, was auch genervt wird in Warzone? Kali-Sticks. Alter, endlich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, so für mich ist das halt immer so eine Kraftanstrengung in Warzone, was Gutes zu reißen. Und wenn du dann halt siehst, dass du zum Beispiel, wenn ein Bounty kommt, du dann halt den Typen siehst, der dich jagt und der einfach schon das Einsatzschild hat, da denkst du dir eigentlich noch so, komm schon, warum der jetzt? Natürlich musst du, Stopping Power, hier fliegt raus. Also das wird es nicht mehr geben. Und das ist halt extrem geil. So, im Nahkampf ist halt Stopping Power eigentlich kosten Free Kill. So. Es ist so gut wie unmöglich, mit Stopping Power einen Gunfight zu verlieren. Selbst gegen Shotgun-Spieler, die zerstörst du einfach. Ja, ist absolut lächerlich. 10 Kills noch. Dann ist der Spaß schon mal beendet. Was ehrlich gesagt ganz gut ist. Was steht sonst noch auf meinem Notizzettel? Neben einem Haufen Nerfs werden auch ein paar Sachen gebufft. Also zum Beispiel diese Decoy-Granate, also dieser Täuschsensor da, der ja eigentlich recht nutzlos war. Also ich habe den bis jetzt noch nie in Battle Royale gesehen und auch bei keinem anderen Streamer, YouTuber oder ähnliches. Auf jeden Fall, ja, das Ding war halt weitestgehend nutzlos und jetzt wird das A einen größeren Damage-Bereich haben. Also es wird einen größeren Bereich abdecken und wie ich schon mich teilweise versprochen habe und es habe durchklingen lassen, das Ding wird auch ein bisschen Schaden machen. Also nicht viel, aber halt einfach nur genug, um euch zu, im ersten Moment zu signalisieren, ey, ihr werdet gerade getroffen. Ey, komm schon, warum drehen die sich halt auch immer dann zum richtigen Augenblick um? Wie heißen die nochmal, diese Spritzendinger da? Ich hab's gerade den Namen nicht im Kopf. Die Stim war es, Stims. Die werden auch gebufft, also die sorgen jetzt auch noch dafür, dass ihr, während ihr das Zeug benutzt, auch etwas schneller seid. Also praktisch wie in Modern Warfare Multiplayer. Ich hab keine Munition mehr. Nice. Ah, sehr schön. Finde ich gut, tatsächlich, dass ein bisschen diese ganzen Sachen gebufft werden, weil es halt echt... Ich meine, zum einen waren die Heartbeat-Sensoren und die Stunts halt zu OP. Andererseits ist halt auch nicht von der Hand zu weisen, dass der andere, das ganze andere Zeug halt borderline nutzlos war. Also ganz ehrlich, ja, also Iron Trials war das erste Mal, dass überhaupt zur Debatte stand, dass man zum Beispiel die Stims nehmen kann. So, davor, so, warum sollte ich Stims spielen, wenn ich Stunts spielen kann? Oder einen Heartbeat-Sensor. 6,5 Stunden später. Ah, geil. So. Dass dieser Face-Pyjama kommt, hat einfach 2 Monate gedauert. Das hat sich aber voll gelohnt. Ich meine, klar, für diesen Ausschnitt hier würde ich wahrscheinlich auf Twitch gebannt werden, aber wir sind ja hier nicht auf Twitch. ja, ich muss noch 12, oder beziehungsweise jetzt noch 10 Point Blanks machen und ja, kommen wir mal zurück zum
Thema. Was sagt mein Notizblock? Wo waren wir gerade? Ach so. Oh, Shotgun. Ja, was auch noch verändert wird, ist die Maske. Nach gefühlt 400 Millionen Jahren. Denn sie sind, keine Ahnung von wem sie die Idee haben, auf die Idee gekommen, und jetzt kommt's, die Maske ein bisschen vorhersehbarer zu machen. Also, ich weiß, das ist crazy. Das ist revolutionär. Ein Problem, das es schon so lange gibt, erst jetzt irgendwie zu fixen, das ist, ja, ein bisschen lustig, finde ich. So. Na, 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 fertig. Wobei, wir gehen erstmal ganz kurz raus und ziehen uns die Diamant-Tarnung rein, beziehungsweise gehen in-game mit der Diamant-Tarnung. So, da sind wir. Sieht eigentlich recht stabil aus. Ja. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen zu langsam. Muss ich vielleicht noch anders geben. Auf jeden Fall, ja. Gulags werden ab sofort so sein wie in Iron Trials. Also, wenn ihr den Gulag gewinnen solltet, ihr bekommt die Waffen und die Ausrüstung, die ihr im Gulag hattet. Was ich finde, eigentlich... Ja, das ist auch so eine Idee, wo ich mich frage, warum die erst jetzt kommt, so. Das hätte man locker schon vor einem Jahr machen können. So. Es ist halt einfach so, dass wenn du Mitte, Ende des Games drauf gehst, du einfach verloren hast. Oder also den Gulag gehst und dann den Gulag gewinnst. Du verlierst. Du machst da gar nichts dagegen. Ich hab diese Waffe viel zu langsam gebaut. Muss ich vielleicht ein bisschen nachsetzen. Er stirbt mich. Er denkt sich, ich bin zu cool dafür. Und das letzte, was sehr viele Streamer vor allen Dingen zu nerven scheint, ist, Loadouts sind ab sofort nur noch kaufbar, nachdem der erste Kreis im Grunde vorbei ist. Aber ihr könnt halt nicht mehr sofort euer Loadout holen. Was ich ehrlich gesagt auch gut finde, weil es halt einfach so glückabhängig teilweise ist, ob du dein Loadout, ob du genug Kohle fürs Loadout bekommst oder nicht. Einfach nur, also, konkretes Beispiel. Ich springe hier und da wirklich gerne in der Downtown ab, beziehungsweise halt auch in etwas weniger bewohnten Regionen. Und es kommt halt häufig vor, dass halt Leute, die mit mir an der gleichen Stelle abgesprungen sind, einfach häufiger die Kohle finden, um sich dann halt ein Loadout zu holen. Und das ist halt besonders im frühen Anfangsstadium des Games halt ein krasser Vorteil. Und das ist halt teilweise am Anfang halt sehr glückabhängig. Und dass man halt zumindest am Anfang ein bisschen taktisch spielen sollte. Und das alles schon... Es ist ja sowieso schon von Glück abhängig, ob, also im Sinne von, vielleicht findest du guten Loot, vielleicht findest du keinen guten Loot, vielleicht kriegst du keine gute Waffe und so. Nee, er stirbt nicht. Er stirbt nicht. Versteht ihr, so ist es sowieso schon so hart von Glück abhängig, und dann halt noch zumindest den Faktor, den das Geld hat, am Anfang ein bisschen zu reduzieren, finde ich eigentlich sogar richtig gut. So, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Spaß das macht. So, man springt irgendwie in Downtown ab. So, geht immer an die Spots, an denen für gewöhnlich immer Geld ist. Und ja. Und man kriegt halt einfach kein Geld. Das ist, also, ich spring ab, sammle, und dann
sehe so auf meinem Kontostand, oder wie das auch immer heißt, ja, 6000 Dollar, während ich mich dann zur nächsten Buy-Station bewege, um mir vielleicht eine Drohne oder so zu holen, sehe ich da einfach schon, wie so ein Typ da sich ein Loadout holt. Das ist wunderbar, kann ich euch nur versprechen, wie toll dieses Gefühl ist. Und ja, es macht den Anfang ein bisschen spannender und ein bisschen berechenbarer. Und der Hauptsinn dieser Maßnahmen ist ja im Grunde, natürlich sind da 5 Leute, dass Warzone wieder etwas berechenbarer wird. Weil es ist halt zurzeit einfach so, dass das Glück oder beziehungsweise Pech einen großen Einfluss auf deinen Erfolg im Spiel hat. So, vielleicht findest du ja keine gute Waffe. Vielleicht kriegst du nicht genug Kohle am Anfang für so ein Loadout. Vielleicht kriegst du zu Beginn an nicht so einen Heartbeat-Sensor. Vielleicht findest du keinen Dead Silence. Vielleicht kriegst du keine Stopping Power. So. Das sind alles so Faktoren, gegen die du halt nichts machen kannst. So, und klar, du kannst Dead Silence kontern, wenn du das richtige Perk hast. Das eigentlich weitestgehend nur zu diesem einen, nur in dieser einen Situation nützlich ist. Ich meine, ich glaube, das ist dieses Aufgespürt-Perk, das dafür zuständig ist, Dead Silence zu kontern. So, aber halt, das Ding ist in der gleichen Kategorie wie Geist. Also, Geist ist so ziemlich universell nützlich, während halt das Ding halt nur nützlich ist, wenn vielleicht mal ein Gegner auf dich drauf schaut. Während Geist unter anderem aktiv verhindert, dass du überhaupt in Kontakt mit einem Gegner kommst. Was jetzt gut oder schlecht sein muss, das kommt ganz auf die Situation an. Ja, ist mir eigentlich auch ehrlich gesagt so egal, wie die Runde ist. Das, ganz ehrlich, so wirklich so auf Gameplays tryharden, das mache ich nicht mehr. Diese Runde wird so hochgeladen, wie sie ist. Ich sehe es jetzt halt echt nicht ein in einem... Alter, komm schon! Stirbst du eigentlich auch noch irgendwann? In einem Game, wo das abhängig ist, wie du spielst. Also in einem Game, das so hart von deinen Teammates abhängig ist. Dass da irgendwie hier auf Krampf irgendwelche Streaks drücken zu wollen, das ist Selbstmord. Für die Psyche. Ganz ehrlich. Es wird einen Sinn haben, warum in Call of Duty Vanguard die Tode nicht mehr angezeigt werden, was halt einfach nur dazu da ist, dass du nicht direkt das Gefühl hast, dass du hier wieder komplett für das eigene Team spielst. Ja. Und ich finde es halt echt gut, dass sie halt zumindest versuchen, das Spiel ein bisschen berechenbarer zu machen, also Warzone. Weil nur so kriegst du halt wirklich auf Langzeit eine Community, mit der man auch arbeiten kann. Also, ich meine, CSGO und so, das sind Spiele, die sind, weiß ich wie viele Jahre alt. Warum sind die so erfolgreich? Weil sie berechenbar sind. So, du weißt, okay, ich setze mich in ein Spiel, das und das kann passieren. Und ja, und jetzt muss ich meine, jetzt muss ich halt meine Züge machen. Aber wenn du halt 1 Million Szenarien hast, in denen 1 Million verschiedene Sachen passieren können, einfach nur abhängig davon, wie jemand Glutglück hat, dann, ja, denkt man sich auch irgendwann so, cool, du hast jetzt mich nur gekillt, weil du zufällig Stopping-Power-Munition gefunden hast. Und das finde ich gut, dass sie das endlich fixen, beziehungsweise auch etwas angehen. Und ja, das war's auch eigentlich mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und ja. Bis zum nächsten Video. Euer Jace. Ciao.